Warte mal. Wo hab ich nur diese Klinge? Zervan? Was wollt ihr? Vielleicht ist das die letzte Gelegenheit. Du elendes Weib! Ich biete dir ewiges Leben und was tust du? Oh, es wird mir ein Vergnügen sein, euch zu verwandeln. Ah, der Prinz. Willkommen daheim, werter Prinz. Oh. Okay. So, wie besiege ich den? Okay, ist sehr viel Staub in der Luft. Au. Okay, er kann mit Steinen werfen. Okay, anscheinend langt das, wenn ich es immer wiederhole. Ich bin unsterblich. Unsterblich vielleicht, aber nicht unbesiegbar. Okay. Warum hat er da jetzt irgendwie eine Säule bei sich? Jetzt ganz einfach noch. Aha. Och nee, jetzt randaliert er auch noch, oder was? Ihr wärt eine gute Verstärkung für meine Armee gewesen. Aber euer Kopf in meinem Kuriositätenkabinett wird gefunden. Aha. Okay, jetzt muss ich irgendwie hochklettern. So wie es ausschaut, aber... Go! Ah, da. Au. Ach, wirklich? Hallo, Pfarrer. Na, hängst du gut ab? Ist das richtig? Nein. Nicht ganz. Geht ziemlich weit hoch, ne? Das war daneben. Ich hab nichts zurückspulen. Nein. Der ganze Kampf nochmal. Von vorne.
Oh, von hier auch noch. Ach komm, Stuhl. Ach, jetzt kann ich skippen. Okay. War nicht die Attacke. Ja, spiel mit deiner Säule rum. Anscheinend habe ich ihn jetzt erstmal. Das ist sehr gut. Speedrun confirmed. Na, wie weit muss ich ihn runterhauen? Hä? Ist er jetzt verpackt sogar? Oder geht er erst nach einer Zeit da rein? Okay, ich glaube, so viel habe ich ihn letztes Mal nicht abgezogen. Oder kann ich damit die Phasen überspringen? Nicht, dass das Spiel jetzt gleich kaputt geht oder so. ja. Schaden gleich. So wie es vorher gesehen war. Glaube ich. Okay. Okay, ich habe ihn besiegt. Angeblich. Schnell und aha. Ihr werdet eine gute Verstärkung für meine Armee gewesen. Aber euer Kopf in meinem Kuriositätenkabinett wird genug. Okay, von seiner HP hat es nicht viel gebracht. Aber dafür habe ich halt sein Muster die ganze Zeit unterbinden können. Ist auch schon mal viel wert. War klar, dass mich das trifft. Das weniger. Haben wir auch schon gesehen. So, wo ist die Wand? Da. Okay, dreimal kann ich zurückspulen. Nee, ich muss da lang. Top. Nein. Okay, auf den dünnen Balken zu laufen ist nicht so einfach. Okay. Nochmal Glück gehabt. Okay, wo lang? Okay, da vorne. Okay. Okay. Reicht das? Ja. Okay, so ein bisschen Schaden, den ich bekomme. Muss da jetzt nicht was kommen?
Vor allem steckt die steckt der Dolch schon da drin. Wenig. Ah ne, das ist das Schwert. Nevermind. Das Schwert von der, von seinem Vater. Diese Welt war nicht für mich bestimmt. Aber es gibt andere. Ich werde meinen Platz finden, wie ihr den euren fandet. Seid nun frei, Prinz. Eure Reise findet ein Ende. Was ist das? All eure Habe gehört rechtmäßig mir. Und mein wird sie sein. Was hast du erwartet? Dass ich mich in Luft auflöse, wenn du dem Visier den Schädel spaltest? Oh, du warst so blind. Dein Zorn, dein Stolz, deine Selbstsucht. Sie gaben mir Form und Körper. Selbst ohne Sand habe ich die Kraft zu bestehen. Und jetzt, da der Visier tot ist, kann ich deinen Platz einnehmen und das Reich erobern. Und du kannst nicht das Geringste dagegen tun. Okay, das schaut weird aus hier. Mit der Macht über die Zeit hättest du der Beherrscher des Erdkreises werden können. Was für Kriege hättest du führen können? Was für Monumente wären zu deinen Ehren errichtet worden? Was für Frauen hätten dir zu Füßen gelegen? Aber du enttäuschtest mich, Prinz. Du wurdest sanft und feigisch. Meine Versuche, dich zu Ruhm zu geleiten, stießen auf taube Ohren. So wartete ich auf den Moment zuzuschlagen. Das vom ersten Teil. Wenn man ein HP-Upgrade hatte. Warum ist das eine Zeitlupe? Du verdienst nicht, was dir in den Schoß gelegt wurde. Die Macht über ein gewaltiges Reich. Du hättest dir die ganze Welt untertan machen können. Aber du hast deine Kraft vergeudet, Prinz. Und darum gehört sie jetzt rechtmäßig mir. Ihr seid nur ein Parasit. Ihr verdient nichts. Wirklich? Habe ich es nicht bereits verdient? Glaubst du, du wärst hier ohne mich? Wie oft rettete ich dein Leben? Wie oft machte ich dir den Weg frei und erinnerte dich an dein Ziel? Unterdessen fiel dir nichts ein, als das Los deines Vaters, Kailinas und Taras zu beweinen und danach so elendes Schicksal zu verfluchen. Buhu, Prinz! Eure Worte sind inhaltsleer. Das waren sie immer. Ihr seid nur ein selbstsüchtiger Djinn. Wenn ich selbstsüchtig bin, dann nur, weil du es bist. Wenn ich rücksichtslos und ohne Glauben bin, dann nur, weil du es bist. Ich entspringe weder dem Äther noch den Beschwörungen eines wahnsinnigen Wesirs. Ich bin du. Nein, ich habe meine Fehler eingesehen und für die Untaten der Vergangenheit gebüßt. Ich bin nicht mehr derselbe Mensch. Jahreszeiten unterliegen dem Wandel, aber Menschen... Menschen ändern sich nie. Du wähnst dich gewandelt, doch du irrst. Lass dein Schwert sinken und gib dich mir hin.
erkenne ich gerade was nicht. Was will das Spiel für? Hier jetzt von mir. Ich verstehe nicht. Ich kann nicht erkennen, was das Spiel gerade von mir möchte. Ich kann doch nichts machen hier. Ja. Oh. Okay. Du willst mich also töten? Niederhauen wie die zahllosen anderen Feinde? Schwing dein Schwert, Prinz! Warten wir ab, ob's funktioniert! Welch hohe Gewalt! Dein Zorn macht Mut. Ich muss also fragen, hast du dich wirklich verändert? Trotz allem stehe ich noch immer hier, vor dir! Und böser Gedanken. Wendet euch ab und verscheucht euren Schatten. Wacht auf! Mir nach! Bleib ruhig hier und kämpfe. Ich hingegen habe ein Königreich, das auf mich wartet. Ausgezeichnet. Bleib ruhig hier und kämpfe. Ich hingegen habe ein Königreich, das auf mich wartet. Los, weiter so, Prinz. Bleib ruhig hier und kämpfe. Wach auf. Wach auf. Fahrer? Geht's euch gut? Ich glaube, es ist endlich vorbei. Das verstehe ich immer noch nicht. Woher kanntet ihr wirklich meinen Namen? Viele Leute denken, Zeit sei wie ein Fluss, der sanft und sicher in eine Richtung fließt. Aber ich habe das Antlitz der Zeit gesehen. Und ich sage euch, sie haben Unrecht. Zeit ist ein Ozean im Sturm. Ihr werdet fragen, wer ich bin, warum ich so spreche. Kommt. Ich erzähle euch ein Märchen, wie ihr es noch nie gehört habt. Oh yeah. Das war der dritte Teil von Prince of Persia. The Two Thrones. Ihr habt die Sorgen... Sorgentelefon Spezialwaffe freigeschaltet. Benutzt im Pausemenü das Richtung-Taste und gibt folgende Kombination ein: rechts, links, unten, unten, oben, 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 unten, oben, oben, unten, unten. Drück Escape, um das Spiel fortzusetzen. Soll ich nächstes Mal an dieser Stelle eine gute Stelle? Gut, das war jetzt eine Waffe freigeschaltet. Ist quasi nur ein Skin. Wenn man Prince of Persia durchgespielt hat. So. So, wir haben 2400 Sandkredite. Das heißt, alles freigeschaltet soweit. So. Prince of Persia, The Set of Time. Also der erste Teil.
Das war jetzt der dritte, wieder zum ersten. Wer sich die Bilder genauer anschauen möchte, kann ja mal auf YouTube zumindest kurz pausieren. Oder auch im Stream als VOD. Schaut auf jeden Fall sehr gut aus. So, andere Charaktere. Farah. Aus dem ersten Teil. Farah im dritten Teil. Kailina. Farah wieder mit ihrem Bogen. Jetzt wieder Kailina. Das ist der alte Opa, müsste das sein. Von dem Prinzen. Das ist die Maske von dem zweiten Teil. Das war die Dienerin von der Herrscherin, also von Kalina. Kein Moment. Das ist der Vater vom Prinzen. Das ist der Visier. Das ist der Visier. Neu. Das war der Visier, als er Kalina absorbiert hat, quasi. So. Illustrationsgalerie. So, das erste Schwert. Ein paar Gegner. So, der Dolch der Zeit. Das müsste der Turm der Dämmerung sein. Also am Ende des Spiels. Das gleiche nochmal bei Nacht. Das sind die Bäder. Wieder Gegnertyp. Wer war das? Das könnte der Typ gewesen sein, der das Abwehrmechanismus da aktiv hatte. Gegnertyp. Genauso wie sie. Er hier und. Das ist der. Keine Ahnung. Das war auf jeden Fall einer von den so überzeugt ging am Anfang. Das ist die Haupthalle vom zweiten Teil. Das müsste das Schiff vom Prinzen sein. So, ich glaube in der Mitte, das ist der Hauptturm gewesen. Rechts und links jeweils die Türme zum Aktivieren der Verteidigung oder deaktivieren, je nachdem. Hier ein Damm. Hier nochmal in der Vergangenheit, als die Treppen noch da waren. Das ist der. Wer ist denn das? Ist das der Hacker? Kann man schwer erkennen. Die ganze Insel. Das ist die Insel in der Gegenwart. Das war eine Vergangenheit. Ja, auch Gegenwart. Genauso wie das hier. Das ist der Opi. Das war der Altar. Ich glaube, das Portal in der Gegenwart. Das war auch ziemlich am Anfang. Das müsste eher am Ende gewesen sein. Und hier einmal das Portal in der Gegenwart. Gut, der Two Thrones noch. Ziemlich am Anfang, so wie das aussah. Das mit der Statue gewesen. Die Gärten. Der Bogen von Farah. Das müsste das ziemlich außen von der Insel sein. Das ist das Schwert von seinem Vater gewesen. Das Lichtschwert. Nochmal irgendwelche Bäder.
Das könnte der Marktplatz gewesen sein. So, hier irgendwelche Mauern. Auch wieder am Rande. Das ist die Kette von dem verfluchten Prinz gewesen. Hier nochmal Babylon. Hier der Dolch der Zeit müsste das sogar gewesen sein. Das ist der Turm. Ich glaube, das sind auch nochmal die Gärten. Und hier die Brücke. Sonst noch was? Videogalerie. Okay, das ist sowas. Vor allem der Blick. Thanks to all for fans. Wir danken allen unseren Fans. No problem. Auf bald.